Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ich diese Zahnstange schweiße. Und ihr seht ja schon, wie das aussieht und wir starten gleich ins Video. Ja, man sieht schon an der Verformung der Zahnstange, dass da eine ungewollte und zu hohe mechanische Belastung am Bauteil vorhanden war. Deswegen hat die sich extrem verformt, ist an dieser Stelle auch durchgebrochen. Man sieht an den Bruchflächen ein feinkörniges helles Gefüge, das heißt, der Bruch ist noch relativ frisch und es ist auch wirklich ganz stumpf durchgebrochen. Danach ging es natürlich schon mit der Schweißnahtvorbereitung los. Wichtig war hier erstmal das Bauteil von Farbe zu reinigen und natürlich zum Verschweißen dann eine entsprechende Faser anzubringen. Da muss man darauf achten, dass der Werkstoff relativ blank ist und man muss halt schauen, dass man einen vernünftigen Winkel zum Schweißen dann hinbekommt. Und wie ihr seht, passen die Teile dann recht gut zueinander. Da das abgebrochene Teil relativ stark verformt war, habe ich das erstmal auf der Werkstattpresse gerichtet und dann auf dem Schweißtisch die beiden Teile wieder zusammengelegt, um halt zu schauen, wie groß der Erfolg beim Richten war. Und wie ihr seht, war das nicht ganz gerade, deswegen habe ich nochmal versucht nachzurichten und dabei ist mir aber leider ein weiterer Zahn abgebrochen, den habe ich dann entsprechend auch zum Schweißen vorbereitet und dann ging es schon los. Neben der Geradheit der Zahnstange ist es vor allem wichtig, dass der Zahnabstand passt, damit die Zahnstange nachher nicht mit dem vorhandenen Zahnrad kollidiert und einwandfrei laufen kann. Und das habe ich hier mit dem Messschieber dann vorm Heften geprüft. Ich habe, als das Teil quasi aufstand, einen Hefter gemacht und es dann umgelegt, weil da die Zugänglichkeit einfach für mich gefühlsmäßig besser war. Wie ihr seht, habe ich das zuerst mit dem Schweißtisch verspannt, um die Rückseite quasi in eine Flucht zu bekommen. Den Zahnabstand und die Geradheit habe ich mit Messschieber und so einem kleinen Meißel eingestellt, damit man das Ganze in einer Flucht möglichst gut hinbekommt. Dabei ist das vordere Teil leider wieder abgebrochen und der Zahn auch wieder abgebrochen und dann ging es quasi von vorne los. Also man kann schon erkennen, dass es ein bisschen fummelig war, bis das Ganze mit Geradheit und Abstand dann wieder an der richtigen Position war. Und dieser eine fehlende Zahn, der hatte immer zur Vorderseite einen kleinen Versatz, deswegen habe ich hier 1 mm hinten untergelegt, bevor ich es dann angeheftet habe. Und dann war es vorne wirklich hundertprozentig bündig, weil vorne läuft ja das Zahnrad, dementsprechend ist vorne die entscheidende Seite. Und wenn dann hinten ein Versatz von 1 mm ist, ist das unkritisch. Ja, und um halt zu vermeiden, dass sich der Hefter wieder löst und ich den einzelnen Zahn wieder verliere, habe ich das mit ein bisschen mehr Strom angeheftet. Dabei hat es aber ohne Zusatz nicht so gut funktioniert. Deswegen habe ich hier gleich den Zusatz zugenommen und einen ordentlichen Hefter hingemacht, damit der Zahn dann eben nicht wieder abfällt. Dabei hat sich das Ganze allerdings schon ein bisschen verzogen und ich musste dann mit dem Hammer schon ein bisschen nachrichten, damit die Geradheit zur Tischebene eben sichergestellt ist. Danach habe ich das Ganze gelöst, um eben nochmal zu kontrollieren, ob die Zähne auf der Vorderseite jetzt wirklich 100% bündig sind. Dafür habe ich einen Anschlagwinkel verwendet und man kann es auf dem Video ein bisschen erkennen. Die Vorderseite der Zähne haben sehr gut gepasst und deswegen habe ich mich dran gemacht, das nächste fehlende Teil anzuheften. Ja, hier seht ihr nochmal, wie die ganze Zahnstange mit dem ersten angehefteten Zahn jetzt aussieht. Und ihr seht auch schon das nächste Teil wieder mit 1 mm unterlegt, Vorderseite bündig. Da das Ganze jetzt ein bisschen schwierig zum Spannen war, weil da sehr wenig Platz zum Schweißen war, habe ich hier den Wickfinger benutzt und wieder den Abstand der Zähne mit dem Messschieber eingestellt und das Ganze dann auch schon angeheftet. Danach habe ich das Teil gelöst und umgedreht, um entsprechend die andere Seite auch noch zu heften, um das dann verschweißen zu können. Ja, hier seht ihr dann auch schon die Schweißnaht bzw. die Schweißnahtvorbereitung. Der Plan war grundsätzlich der, das Ganze als V-Naht zu schweißen, das heißt nur von der Rückseite der Zahnstange zu schweißen. In der Innenseite habe ich dann später natürlich auch nochmal geschweißt, aber das war wirklich nur, um da das Ganze ein bisschen glatt zu kriegen. Also hauptsächlich wurde das Ganze von der Rückseite dann über die verbleibende Dicke der Zahnstange voll durchgeschweißt. Und wie ihr sehen könnt, kann es natürlich beim Wegschweißen immer mal passieren, dass man mit der Elektrode das Schmelzbad berührt. Deswegen habe ich die Schweißnaht danach nochmal ausgeschliffen, um eben in der Zwischenlage keine Verunreinigungen zu haben, bevor ich dann weitergeschweißt habe. Ja, so sah das Ganze dann nach den ersten Lagen aus. Wie ihr seht, hat sich die Zahnstange schon ordentlich verzogen, aber es ist natürlich jetzt schon mal eine Wurzel geschweißt und die Teile sind schon sehr gut miteinander verbunden und man kann das Ganze auch mal am
Objekt ausprobieren, was ich dann auch gemacht habe. Und dann habe ich innen geschweißt. Hierbei war es natürlich die Herausforderung, dass die Zahnstange relativ tief ist und mit einem sehr hohen Stick-Out an der Elektrode schweißen muss. Hierzu habe ich die Gasvorschwimmzeit ein bisschen hochgestellt, um halt sicherzustellen, dass man keine Poren hat, und dann mit Zusatz in eine kleine Naht reingeschweißt. Danach ging es natürlich erstmal hauptsächlich darum, die Schweißfuge komplett zu füllen und das Material einzubringen bis zur Rückseite und eben die Schweißfuge zu schließen. Und im Zeitraffer sieht man das ganz gut. Wenn man auf die Spitze der Zahnstange guckt, dann kann man auch sehen, welcher Verzug während des Schweißens an dem Bauteil tatsächlich vor sich geht. Das liegt natürlich daran, dass ich bei einer V-Naht nur auf einer Seite des Bauteils Wärme einbringe, und durch die entstehende Zugspannung hebt sich dann die Spitze der Zahnstange quasi vom Schweißtisch ab. Danach habe ich das zu viel eingebrachte Material von der Zahnstange erstmal mit dem Winkelschleifer entfernt. An der Reparaturstelle soll natürlich die Zahnstange auf der Rückseite und auf den Seiten genauso glatt sein wie an allen anderen Stellen, um eben eine Funktion zu gewährleisten. Und dann habe ich nochmal nachgeschweißt, weil an manchen Stellen halt noch zu wenig Schweißgut vorhanden war. Danach habe ich das ganze Bauteil nochmal gerichtet, um die Folgen des Schweißverzugs wieder rückgängig zu machen und die Zahnstange wieder gerade zu machen. Das ist auch relativ gut gelungen. Die Zahnstange ist auf der Vorderseite relativ gerade und das ganze Teil kann jetzt wieder so verbaut werden. Ich danke euch an der Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne ein Like, abonniert meinen Kanal, und wenn ihr Fragen habt, schreibt die natürlich gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.